Iserlohn gegen Augsburg, der 13. beim alljährlichen Schützenspieltag. Zu Gast beim letzten. Eine Partie, die im Duden direkt neben dem Begriff Abstiegskampf zu finden ist. Aber Iserlohn unter Schäden nicht wiederzuerkennen. 4 Siege aus den letzten 5 Partien heute. Aber erstmal im Glück, denn die erste Chance, die gehört Augsburg. Pampel auf Mirko Sacher und der hat die Führung nach 15 Minuten auf dem Schläger. Eine Chance aus der Kategorie, die kann man ruhig mal machen. Und so kam es, wie es oft kommt. Wenn du die Dinger vorne nicht machst, bekommst du sie hinten rein. Und es war Tyler Bolens, der Top-Torschütze der Iserlohn Roosters, auch heute unnachahmlich. 13. Treffer, Handgelenk, Präzisionsarbeit und keine Chance für Markus Keller. 17. Minute die Führung für die Roosters. Und die hatten noch einen im Petto. Überzahlspiel. Eine Minute vor der Schlusssirene. Und dann kommt Eric Connell nach Zuspiel von Tyler Bowland an die Scheibe. Der hat einen extrem kleinen Radius und schiebt ein zum 2:0 für Iserlohn. Bowland also erst als Torschütze, dann als Vorlagengeber und Eric Connell mit Saisontreffer Nummer 4 durch die Hosenträger von Markus Keller. Es war eine ausgeglichene Partie zwischen Panthern und Roosters. Die Iserlohner allerdings den Ticken effektiver. Aber Augsburg hatte eine Antwort parat. Auch in Überzahl im zweiten Spielabschnitt. Und dann TJ Trevelyan mit dem Anschluss. TJ Trevelyan in seinem 500. DEL-Spiel. Alle für Augsburg, 13 Jahre Panther. Und hier mit Saisontreffer Nummer 11. Schnörkellos gespielt, Hakulinen, Karjalainen und dann TJ Trevelyan. Aber nur 9 Sekunden später passiert das hier. Michael Del Col profitiert vom Bandenfehler. Slapstick-Einlage, Markus Keller kann es nicht fassen. Und Michael Del Col hat gut lachen, Saisontreffer Nummer 10. Und sind wir ehrlich, da hatte er schon schwerere auf dem Schläger. Und dann wurde es richtig ruppig. Die Balvazin-Arena entwickelte sich zur Gladiatoren-Arena. Erstmal Broder mit diesem Monster-Scheck und dann viele Nicklichkeiten. Prügeleien, es flogen Helme, es flogen Handschuhe. Aber dann wurde wieder Eishockey gespielt. Und Iserlohn hatte noch einen im Petto. 39. Minute und dann Brandon Gormley. 4:1, komfortable Führung, zweiter Saisontreffer für Gormley, der kam ja während der Saison aus der KHL und auch hier Millimeterarbeit, da passt kein Blatt Papier mehr zwischen Scheibe und Gestänge, komfortable Führung also für Iserlohn und Rock'n'Roll in der Balvazin Arena. Und die Roosters machten munter weiter, der Sprung ins dritte Drittel und auf einmal steht es 5:1. Und wieder ist es die Paradereihe um Bowland, Del Col und Eric Connell. Bowland doppelter Vorlagengeber, Michael Del Col doppelter Torschütze. Die Treffer 10 und 11. Das Einsteigen vorher von Connell gegen Collins fair. Das zumindest die Bewertung der Unparteiischen. Und dann hat Michael Del Col zum zweiten Mal an diesem Nachmittag ganz leichtes Spiel. Wer dachte, das war die Entscheidung, der täuschte sich, denn Augsburg machte nochmal munter weiter. Zach Mitchell nur eine Minute später. 5:2. Und auch das gut und schnell. Handgelenksschuss nicht zu erreichen für Andi Jenike. Und die Panther, die bliesen nochmal zur Schlussoffensive. Ähnliche Situation, nur ein paar Sekunden später in Unterzahl und wieder kommt Zach Mitchell an die Scheibe, guter Move und dann ist es die Latte und wir sehen es in der Wiederholung. Gut, dass Jenike noch mit der Maske dran war, ansonsten hätte es da womöglich nochmal eingeschlagen. Es blieb am Ende beim 5:2 für Iserlohn. Ja, war eins der geilsten Heimspiele dieses Jahr, hat echt extrem gebockt. Wir waren vorne, haben die Tore geschossen, waren hinten relativ stabil. War, denke ich, alles dabei von Checks, Fights, Tore. Ich denke, die Fans hatten einiges zu sehen heute. Sie sprechen es schon an, es war alles dabei, wenn Sie sich jetzt festlegen müssten. Was war denn Ihr Lieblingsmoment von dieser Partie? Ja, persönlich wahrscheinlich mein Check, den Augsburg-Spieler in die eigene Bank. Aber sonst von der Mannschaft her Highlight, die Tore natürlich, die wir heute endlich mal geschossen haben und dass wir hinten tief relativ stabil waren. Ja, yeah, it was definitely emotional. You know, we're both fighting for a spot, you know. It's unfortunate.
you know, we get down pretty early there, and you know, you lose the game, but there's no time for moping, you know. We play on Thursday against Munich and there's 14 games left, so there's a job to be done. Ein enttäuschter Trevelyan. Der Check von Broder, einer für die Galerie und die drei Punkte für Iserlohn. Überlebenswichtig im Abstiegskampf. Rücken auf 4 Punkte ran an die Augsburger Panther. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.